Papier und Alchemie, die Lithografie. Einmalig, der Lithografiestein aus Solnhof. Wie Mozarts Musiknoten und das Volk kam. Daumier und Toulouse-Lautrec, Wegmarken der Lithografie. Steindruck in der aktuellen Kunst und in Swissmade Steindrucke aus der Wunderwelt der Fossilien. 800 sind bei mir, immer mehr als 850 sind. Kunst für jedermann. Die Plakatauktionen von Guido Thön in Zürich. Vor allem die Lithografien aus dem letzten Jahrhundert sind Publikumsrenner. In der Regel günstiger als ein Gemälde, weil sie keine Unikate sind. Trotzdem Originale, weil jedes Plakat ein direkter Abzug des vom Künstler oder Lithografen auf Stein gebannten Werkes ist. Besonders gesucht sind zurzeit alte Plakate aus der Tourismuswerbung, die stolze Preise erzielen. 1.500 Franken, 23.000. 23.500 Franken, vom ersten zum zweiten, zum dritten für die Nummer 30. Ein besonderes und bis heute unerreichtes Qualitätsmerkmal dieser Plakate ist die Leuchtkraft ihrer Farben. Allerdings steckte dahinter ein enormer Aufwand. Die Farbnuancen entstehen bei der Lithografie durch das Übereinanderdrucken verschiedener Farbschichten, was nicht selten über 10 Arbeitsgänge erforderlich macht. Viele dieser mittlerweile berühmten Plakate stammen aus der Grafischen Anstalt Wolfensberger in Zürich. Tommy Wolfensberger, Steindrucker in vierter Generation, druckt auch heute noch Lithografien. Allerdings keine Plakate mehr. Dafür ist das Verfahren viel zu teuer. Lithografien leistet man sich heute nur noch als Kunstobjekt. Die Schweizer Künstlerin Agnès Villers gehört zum großen Kundenkreis des international renommierten Steindruckateliers Wolfensberger. Sie gestaltet ihre Lithografie nach einem Entwurf, den sie nun seitenverkehrt auf den Stein aufbringt. Die Künstlerin bemalt jene Stellen, die beim Druck Farbe vom Stein aufs Papier übertragen sollen, mit fetthaltiger, wasserabweisender Tusche. Der Widerstand vom Pinsel auf der Stein ist sehr anders und auch die Vision. Normalerweise arbeite ich an der Wand oder sogar am Boden, aber da ist eine andere Sichtweise, das ich habe, wenn ich ein Produkt herstelle auf einem Stein. Ich habe auch keine Möglichkeit, mich zu distanzieren, so hin und her zu gehen wie bei einem Bild, sondern das ist die Distanz, wo ich habe, so ungefähr 30 cm. Mit säurefestem Talkum wird das Gemälde fixiert, bevor Tommy Wolfensberger den Stein weiter bearbeitet. Die Lithografie basiert auf dem physikalischen Grundprinzip, wonach sich Wasser und Fett gegenseitig abstoßen. Mit dem Einreiben von Ätze und Gummi erreicht der Lithograf, dass der Stein beim Druck an den bemalten Stellen Fettfarbe aufnehmen kann. Die unbemalten Stellen hingegen saugen Wasser auf und stoßen die Druckfarbe ab. Zwischen den einzelnen Behandlungsschritten muss der Stein immer wieder ruhen. Sobald er fertig präpariert ist, wird schließlich die Zeichnung an der Oberfläche mit Terpentinöl entfernt. Obschon kaum mehr sichtbar, bleibt das Gemälde erhalten. Denn die Fettanteile der Farbe sind durch die Bearbeitung in den Stein eingedrungen. Man muss gewisse chemische Prozesse beherrschen. Aber sicher ist man in einer Schnittstelle zwischen einer Produktion, die eine reelle Welt darstellt, und die Produktionsform, wie ein Künstler arbeitet, die eher eine irreelle Welt darstellt. Man hilft dort eigentlich, diese Transaktion zu bewerkstelligen. Der fast 300 Kilogramm schwere Lithografiestein wird nun millimetergenau in die Druckmaschine eingepasst. In der Lithografie wird mit Fettfarben gedruckt. Bei der Mischung hält sich der Steindrucker an die Wünsche der Künstlerin. Allerdings muss sie ihm voll vertrauen, denn was vor dem Druck wie hellgrün aussieht, wird sich auf dem Papier ganz anders präsentieren. Die Presse im Atelier Wolfensberger hat Jahrgang 1905 und verrichtet ihre Dienste damals wie heute nach der gleichen Methode. Über die Farbrollen wird der Stein an den zuvor mit Fetttusche behandelten Stellen eingefärbt.
Der Stein nimmt die Farbe an den fetthaltigen Stellen auf und diese wird dann unter starkem Druck der Presse auf das Papier übertragen. Sollenhofen in Bayern. Hier begegnet man auf Schritt und Tritt Alois Senefelder. Mit seiner Erfindung des Steindrucks hat er der Region ein Weltmonopol verschafft. Lithos heißt Stein auf Griechisch. Aber nur hier in den Steinbrüchen von Sollenhofen findet man die für die Lithografie notwendige Steinqualität. Entstanden ist der einzigartige Sollenhofer Plattenkalk vor rund 150 Millionen Jahren mit der Verlandung des Jurameers. Während der Blütezeit des Steindrucks im 19. und frühen 20. Jahrhundert lebte die ganze Region vom Abbau und der Fertigung von Lithografiesteinen, die von Sollenhofen in die Welt exportiert wurden. Auch heute werden die ebenmäßigen Kalksteinplatten in Sollenhofen von Hand gebrochen. Allerdings kaum mehr für die Lithografie. Diese Steine hier sind für den Bau bestimmt, wo sie als Zier- und Natursteine allerdings in wesentlich dünnerer Qualität nach wie vor sehr gefragt sind. Steinplatten für die Lithografie sind heute ein Nischenprodukt. Deshalb wird nicht speziell nach richtig dicken Platten gesucht. Sollenhofer Plattenkalk ist bruchfest, feinporig und er kann Fett und Wasser gleichermaßen aufnehmen. Das macht ihn so einzigartig. Damit ein Stein schließlich für die Lithografie verwendet werden kann, braucht es aber mehr. Für einen guten Lithostein brauchen wir einen dicken Stein, einen hellen Kern, gute Oberfläche hintervon und 1A Material ohne Felder. Aber zum Arbeiten, ne, haben uns die dünnen Steine lieber, weil von Gewicht her den ganzen Tag das halt doch auf den Körper geht und die dünnen Steine kosten vom Preis her fast dasselbe wie die dicken, gehen aber relativ leichter zum Abbauen. Ne? Die Sollenhofer Stone Group ist weltweit die einzige Firma, wo das aufwendige Schleifen von Lithografiesteinen noch betrieben wird. Ob sich ein Stein wirklich eignet, zeigt sich oft erst bei der Bearbeitung. Also das ist ein Fehler im Stein, den kann ich für einen Lithografiestein nicht mit reinmachen. Und ich schaue halt, wie groß das möglich ist, so groß wie möglich, dass ich es rausbringe. Weil kaum mehr richtig dicke Platten zur Verfügung stehen, werden heute nach der Bearbeitung oft zwei Steine übereinander geklebt, um die nötige Bruchfestigkeit zu erreichen. Die Seitenränder werden aufgeraut, um das Handling des Steins zu erleichtern. Heute werden Lithografiesteine nur noch auf Bestellung gefertigt. Große Steine sind eine Rarität geworden. Über 2 Jahre lang wartete ein Kunde auf dieses Exemplar. Offenbach war für die Lithografie und ihren Erfinder Senefelder ein Markstein. In Offenbach fand die erste kommerzielle Nutzung statt. Senefelder hatte das Verfahren Ende des 18. Jahrhunderts in München entwickelt, um seine Theaterstücke preisgünstig drucken zu können. Er war ja eigentlich Schauspieler und Theaterstückschreiber, hat ein kostengünstiges Verfahren zum Druck seiner Stücke gesucht. Bei diesen Experimenten ist er darauf gestoßen, dass er Steinplatten spiegelschriftlich beschriften kann und durch ein chemisches Verfahren Abzüge machen kann.
Eine alte Presse und die Förderer der Lithografie haben im Haus der Stadtgeschichte einen Ehrenplatz. Die Lithografiesteine stammen aus dem Archiv des Musikverlags André, der vor über 200 Jahren als erster kommerzieller Nutzer dem Steindruck zum Durchbruch verhalf. Von Hand auf Stein gemalte Partituren ermöglichten deren kostengünstige Vervielfältigung. Mit Hilfe einer Pause kopiert der 82-jährige Lithograf Friedel Bauer die Noten auf den Stein. Er ist einer der letzten, die das Handwerk des spiegelschriftlichen Schreibens auf den Stein noch beherrschen. Die fetthaltige Tusche zum Malen der Noten hat er, nach Originalrezepten von Senefelder, selber hergestellt. Friedel Bauer stellt sein Können heute in den Dienst der Grafischen Werkstatt für Technik und Kunst. Ein Verein, der alte Drucktechniken wie die Lithografie erhalten und fördern will. Klaus Krone, einstiger Druckereiunternehmer und Initiant des Vereins, hält sich ebenfalls streng an die Vorgaben von Alois Senefelder. Sorgfältig kratzt er die Tuschspuren weg, die nicht gedruckt werden sollen. Dann ätzt, gummiert und wässert er den Stein wiederholt, damit er wasserabstoßend wird, wo er später Fettfarbe aufnehmen soll, und umgekehrt. Schließlich wischt er mit Terpentinöl die Tusche weg. Der Stein liebt die Temperatur wie der Mensch selbst. Kälte, wenn der Mensch fröstelt, das mag auch kein Stein. Ich verstehe, unter sich wohlfühlen, in einer normalen Raumtemperatur, mit einer Luftfeuchte zwischen 55 und 65%, da fühlt sich der Stein wohl, da können wir gut drucken. Nun wird der Stein mit Fettfarbe eingefärbt. Das Schriftbild wird wieder sichtbar. Das zu bedruckende Blatt kommt nun direkt auf den Stein. Beim Druck mit der Stangenpresse wird besonders deutlich, wie die Farbe durch Druck direkt vom Stein aufs Papier übertragen wird. Ohne große Anstrengung können zwei Arbeiter mit der Stangenpresse in einem Tag bis zu 1200 Kopien herstellen, pries Senefelder seine Erfindung. Ein riesiger Fortschritt für die damalige Zeit. Ein Offenbacher Geschäftsmann erkannte das Potenzial dieses neuartigen Flachdruckverfahrens und verhalf ihm zum Durchbruch. Zufall wollte es, dass der Offenbacher Musikverleger Johann Anton André 1799 auf der Durchreise durch München auf dem Weg nach Wien, wo er von der Mozart-Witwe Konstanze den verbliebenen Notennachlass Mozarts erwerben wollte und dann auch erworben hat, eine Zeitung gelesen hat, wo Senefelder das Patent für dieses Verfahren zum Kauf angeboten hat. Zum Druck der Mozart-Noten schloss André mit Senefelder 1799 einen Vertrag, der diesen verpflichtete, für den Betrag von 2000 Gulden in Offenbach eine Steindruckerei einzurichten. Damit legte Johann Anton André den Grundstein für ein prosperierendes Unternehmen. Er hatte 273 Werke von Mozart im Autograph. Viele davon sind noch nie gedruckt worden, auch lange Zeit nach dem Tod von Mozart. Unter anderem Kleine Nachtmusik, die Zauberflöte, die großen Opern waren eigentlich alle dabei, Klavierkonzerte. Also es war ein wirklich sehr umfangreiches Werk. Und André konnte Erstausgaben drucken von diesen Werken, weil er die Autographen hatte. Und er hatte sich auch sehr schnell darauf besonnen, dass es ein Vorteil sein kann, wenn man Noten ausgibt in Anlehnung an das handschriftliche Manuskript des Autors, gepaart mit der Drucktechnik der Lithografie, die, nachdem die Erprobungsphase vorbei war, kann man sagen, ungefähr einen Kostenvorteil von 1:10 erbracht hatte. Wenn man das heute so übertragen kann, war natürlich eine
hervorragende geschäftliche Basis für den prosperierenden Verlag. Ausgehend vom Musikverlag André und der Notendruckerei eroberte die Lithografie im 19. Jahrhundert ganz Europa. Der im Vergleich mit den bereits existierenden Hoch- und Tiefdruckverfahren kostengünstige und einfache Steindruck wurde schnell weiterentwickelt und wies neue Wege für Druck und Grafik in einer rasch wachsenden Industrie- und Konsumgesellschaft. Alois Senefelder selber schrieb ein Lehrbuch mit genauen Anleitungen für sein neues Druckverfahren, das bis ins 20. Jahrhundert als Standardwerk galt und in dem er künftige Entwicklungen bereits vorwegnahm. Im Jahr 1818, in der Erstauflage von Senefelders Lehrbuch, erscheinen bereits Farblithografien. Ab diesem Zeitpunkt gab es verschiedene Schüler von Senefelder, ihn selbst, die versucht haben, dieses Verfahren weiterzuentwickeln. Wir haben eine Lithografie aus dem Jahr 1836, die als Vorstufe der Chromolithografie gilt. Die stammt von Franz und Heinrich Weishaupt. Dieses Blatt ist bedeutend, weil es in der Senefelder-Biografie von 1914 bereits als wichtige frühe Farblithografie aus dem Schülerkreis erwähnt ist, eigentlich nicht auffindbar. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir unsere Senefelder-Sammlung mit diesem Blatt komplettieren konnten. Drucktechnisch ist interessant, dass die Künstler versucht haben, es in die Grundfarben Blau, Gelb und Rot zu zerlegen und mit diesen drei Farbtönen in Abstufung übereinander gedruckt haben, um einen Farbdruck zu erzeugen. Im Steindruckatelier Wolfensberger drucken Agnes Villers und Tommy Wolfensberger nach der Neubearbeitung des Steins die zweite Farbe auf das bereits mit Gelb bedruckte Blatt. Vor der nächsten Farbstufe besprechen die Künstlerin und der Drucker das weitere Vorgehen. Wo das Bestehende nicht von der nächsten Farbschicht überdeckt werden soll, wird nun die Fettschicht weggeschliffen und das Ganze mit Ätze nachbehandelt. Lass ich da ohne Luft. Kannst du da bis. Nein. Lass ich da bis schleifen. Und dann komme ich immer bei Ätze. Wo Farbe neu dazukommen soll, malt Agnes Villers mit Fetttusche sogenannte Pluskorrekturen auf den Stein. Ein relativ kleiner Farbschritt, der aber trotzdem genau überlegt sein will. Denn jeder Durchgang prägt das werdende Kunstwerk neu und ist nicht mehr korrigierbar. Wenn grün gedruckt ist, ist grün gedruckt. Dann muss ich zum nächsten Farbe gehen. Und jede Farbe und jede Platzierung von Farbe ist definitiv. Kein Schritt zurück. Das ist das Schwierige, weil wenn ich noch Änderungen habe, und ich habe immer wieder Änderungen, malen ist ein ongoing Prozess. Es ist natürlich schwierig. Aber schön ist, ich gehe einen Weg, ich gehe auf den Berg rauf und es wird immer enger und immer, es gibt immer weniger Luft, aber gleichzeitig sehe ich breiter. Die gemalte Vorlage ist inzwischen nur noch ein Wegweiser für die zu druckende Lithografie. Mit jeder Farbe eröffnen sich der Künstlerin neue Möglichkeiten. Malen mit der Maschine, nennt Agnes Villers diesen Prozess. Denn die Lithografie darf nicht zur 1:1 Kopie des Entwurfs werden. Stein und Presse haben ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. Die große Herausforderung für die Künstlerin ist es, vor jedem Druckschritt zu planen, wie sich das gewünschte Druckergebnis möglichst präzis erzielen lässt. Das Problem ist der Mehrwert der Proportionen, oder? Hommage an den großen Lithografen Honoré Daumier in der Bibliothèque Nationale in Paris.
Die Werke, die er mit Fetttusche auf den Stein zauberte, prägten die Entwicklung von Presse und Kunst im 19. Jahrhundert und sind bis heute in ihrer Art einmalig und unerreicht. Die Lithografie begleitete ihn ein Leben lang. Sie war sein Broterwerb. Von 1830 bis 1872, während seiner Zeit als Pressekarikaturist, erstellte er 4000 Lithografien. Pro Ausgabe lieferte er jeweils 4 bis 5 Zeichnungen an die Zeitschrift Charivari. Obschon er auch malte und Plastiken schuf, war die Lithografie der rote Faden seiner Karriere. In ihr drückte er sich am gewandtesten und modernsten aus. Erst mit der Lithografie wurde es möglich, Zeichnungen in der Presse zu verbreiten. Allerdings fanden längst nicht alle Karikaturen von Daumier den Weg zum Leser. Der Drucker musste von jeder Auflage dem Zensurbüro eine Kopie abliefern, das die Druckfahne, die Zeichnung sowie die Bildlegende begutachtete und dann bewilligte oder zurückwies. Früh schon hat er ganz eigene Bildausschnitte kreiert. Er hatte auch ein besonderes Gespür für Wetterstimmungen. Ab 1840 finden wir in seinen Serien über die Sitten Effekte von Schnee, Regen, Wind oder Hitze. Das ist kunsthistorisch sehr früh. In der Tat nimmt er mit seinen Stimmungsbildern damit die Entwicklung der Impressionisten vorweg. Paris wurde schon bald zum Zentrum der Lithografie. Der öffentliche Raum als Kulisse für Werbebotschaften aller Art erlebte im 19. Jahrhundert einen ersten Höhepunkt, was sogleich auch die Zensurbehörde auf den Plan rief. Der Pariser Lithograf Jules Chéret gilt als Begründer der Plakatkunst. In die Plakatgeschichte eingegangen sind aber auch die Katzenbilder des Schweizer Künstlers Théophile Steinlin. Einst zierten sogar die heute so kostbaren Lithografien von Henri Toulouse-Lautrec die Brandmauern der Pariser Innenstadt. Er entwickelte mit seinen ausdrucksstarken Werken, die er selber direkt auf den Stein gemalt hat, einen völlig eigenen Stil. Heute sind solch alte Plakate gesuchte Werke auf dem Kunstmarkt. Seit der Gründung der Kunstgalerie Paul Proutet vor über 125 Jahren hat sich im Handel mit Lithografien einiges verändert. Während heute mit limitierten und nummerierten Auflagen auf dem Kunstmarkt gute Preise erzielt werden sollen, nutzte man in den Anfängen das neue Druckverfahren für die Herstellung möglichst vieler Kopien. Man weiß wenig über die Zahl der Kopien. Wir kennen ein paar, weil wir die Rechnungen aufbewahrt haben. In der Regel druckte man um die 500 Abzüge. Aber mein Vater hatte einmal ein Blatt, auf welchem stand Zustand des Steins beim 50.000. Abzug. Man konnte von einem Stein also enorm viel und sehr lange drucken. Aber ab 1860 hat man die Auflagen limitiert. Manet zum Beispiel hat Auflagen von 100 Stück gedruckt. Der Kunsthändler Hubert Proutet und seine Töchter haben für uns aus ihrem umfangreichen Angebot einige Höhepunkte zur Illustration der Geschichte der Lithografie herausgesucht. Dieses Bild von Charlet haben wir ausgewählt, weil es den enormen Erfolg symbolisiert, den die Lithografie ab 1818 gehabt hat. Im 18. Jahrhundert und zuvor waren Drucke eine Luxusware. Mit der Lithografie wurden sie zu einem Massenprodukt. Man druckte sehr hohe Auflagen. Und die Preise waren sehr niedrig, sodass man sogar Soldaten antreffen konnte, die ausgestellte Lithografien betrachteten. Und weil hunderte von Leuten ständig an seinen Lithografien vorbeidefilieren, scheint der Händler hier ein wenig eingenickt zu sein. Wir haben auch eine Lithografie von Pissarro ausgewählt.
Sie heißt Le Marché de Pontoise. Diese Lithografie ist aus verschiedenen Gründen interessant. Erstens ist das Thema sehr schön behandelt. Es ist eine Tuschzeichnung. Pissarro war der einzige der Impressionisten mit der Seele eines Druckers. Die anderen haben sich nur gelegentlich dafür interessiert, insbesondere unter dem Einfluss des Druckers Clo. Um ein weiteres Beispiel zu zeigen, können wir zu Cézanne übergehen, der wenig gedruckt hat. 3 oder 4 Kupferstiche und 3 Lithografien. Hier haben wir die Petit Baigneur. Ich denke, hier hat der Drucker Clo viel geholfen, denn Cézanne war ein lithografischer Neuling und hätte niemals eine solch schwierige Farblithografie selber machen können. Auch das Porträt des kleinen Coco von Auguste Renoir entstand unter Anleitung des Druckers Auguste Clo, der für dieses Bild 11 Farbschichten übereinander druckte. La Petite Blanchisseuse von Pierre Bonnard wurde 1896 in einer 100er Auflage gedruckt. Der Marktwert dieses Blattes beträgt heute rund 75.000 Euro. Für die abstrakte Kunst haben wir ein besonders farbiges Beispiel von Sonia Delaunay. Sie hat sowohl Lithografien wie Radierungen gemacht, mit Vorliebe aber Lithografien. Schließlich haben wir noch 2 Beispiele von Picasso ausgewählt. Das hier ist eine Besonderheit, weil Picasso 10 Stufen von diesem Bild gemacht hat. Hier haben wir die 2. und die 4. Stufe. Es ist unglaublich, wie er auf dem gleichen Stein das Ganze immer wieder verändert hat. Es ist der gleiche Druck, aber 2 vollkommen unterschiedliche Abzüge. Das konnte einzig der Zauberer Picasso. Zu den immer wiederkehrenden Arbeiten im Steindruckatelier gehört das Vorbereiten des Lithografiesteins für das Aufbringen eines neuen Bildes oder einer neuen Farbschicht. Mithilfe von Sand und Wasser schleift Tommy Wolfensberger den Stein so lange, bis auch die letzten Fettrückstände vollständig entfernt sind. Derweil trägt Agnès Willer mit dem Pinsel noch einmal Fetttusche auf einen frisch präparierten Stein auf. Für zeitgenössische Lithografien werden heute oft auch Foto- und Computertechnologie mit dem althergebrachten Steindruckverfahren kombiniert. Ja, aber sonst ist er eigentlich. Also. Jetzt sind wir auch da gefahren auf die Kante. Mhm. Nach 8 Druckstufen ist die Künstlerin aber immer noch nicht ganz zufrieden. Für einen letzten Druckgang entfernt Tommy Wolfensberger das Fett von jenen Stellen, wo nicht noch einmal gedruckt werden soll. Übrig bleibt nach dieser Minuskorrektur ein einziger Strich. Ein Probedruck, dann geht es in die Endrunde. Nach 3 intensiven Tagen der Zusammenarbeit nähert sich das Werk seiner Vollendung. Diese jüngste Lithografie aus dem Atelier Wolfensberger wurde in einer Auflage von 20 Stück gedruckt. Zum Abschluss signiert und nummeriert die Künstlerin ihr Werk. Es ist sicher ein Produkt, das einen gewissen Leidensweg vom Künstler verlangt. Also es ist eine doch längere Präsenzzeit hier erforderlich. Es ist ein Produkt, das explizit entstehen sollte und nicht ein Merchandising-Produkt von einem bestehenden Produkt ist. Und eine gute Lithografie sind diese Kriterien spürbar im Endprodukt. Das ist eine Arbeit von Vera Rothamel. Da kommen jetzt wirklich von, auch medientechnisch, von einer sehr zeitgenössischen Lithografie sprechen. Sie hat auf einer großen Malereifläche, vielleicht 2 auf 3 Meter, einen Strukturbereich fotografiert,
vergrößert und Daten für die Lithografie zur Verfügung gestellt. Wir haben dann diese Arbeit von Dominik Stauch. Das ganze Layout, sage ich mal, hat er im Computer entwickelt. Diese Formate dann auf dem Stein umgedruckt, also ich sage jetzt dem Computer to Stone, und hat dort aber dann wieder haptisch mit Pinsel sehr direkt eingegriffen. Das ist eine Arbeit von Anton Bruin, ein Ausblick aus New York aus dem Atelierfenster. Das ist eine Arbeit von Fischli Weiss. Das ist eine fotografische Doppelbelichtung, die wir in mehreren Schwarzstufen gedruckt haben. Das war so ein bisschen ein Querschnitt über, wie heute gearbeitet wird. Und ja, als Abschluss kann ich eigentlich sagen, dass es für mich sehr, sehr zentral ist, dass nicht die Bildsprache des Ateliers ersichtlich wird, sondern eigentlich die Bildsprache vom Künstler. Und da bin ich sehr, sehr froh. Sie sahen Stein, Papier und Alchemie, die Lithografie. Und gleich in Swissmade Steindrucke aus der Wunderwelt der Fossilien. Wegen Umbauarbeiten an der ETH bis auf Weiteres nur für Eingeweihte zugänglich. Ein Millionen Jahre alter Schatz, verwahrt in einem gut gesicherten Archiv, 9 Meter unter der Erdoberfläche. Verwalterin dieser einmaligen Sammlung ist die Geologin Milena Pika-Biolzi. Sie arbeitet hier mit einer ganz besonderen Dokumentation. Die kostbaren Bücher aus dem 19. Jahrhundert wurden verfasst vom Schweizer Naturforscher Oswald Heer. In der erdwissenschaftlichen Sammlung der ETH Zürich liegen Hunderte von Fossilien, die der Botaniker und Zoologe Oswald Heer vor über 150 Jahren beschrieben, klassifiziert und mit Hilfe von lithografischen Bildtafeln der Wissenschaft weltweit zugänglich gemacht hat. In Stein verewigt das Original. Auf Stein gezeichnet und gedruckt die Dokumentation. Die von Oswald Heer aufgearbeiteten 15 Millionen Jahre alten Funde und die davon erstellten Lithografien sind für die Wissenschaft bis heute von Bedeutung. Die Bücher von Oswald Heer sind heute eine Rarität geworden und die Wissenschaftler finden Hinweise darauf nur in der neuen Literatur. Die Zeichnungen in den Büchern sind sehr naturtreu, aber trotzdem subjektiv. Deswegen werden die Forscher von uns die Objekte ausleihen. Ich selber verwende die Bücher von Oswald Heer, um sicher zu sein, dass die Objekte, die ich in der Sammlung habe, die gesuchten Originalen sind. In der ETH-Sammlung befinden sich feinsäuberlich geordnet Tausende von Fossilien. Jene, die Oswald Heer in seinen Standardwerken beschrieben hat, sind mit einem roten Punkt versehen und werden auch heute noch von der Wissenschaft als Referenzobjekte gebraucht. Die Lithografie war für die damalige Forschung eine große Errungenschaft. Erst mit dieser neuen Druckmethode wurde es möglich, die wissenschaftlichen Zeichnungen einer breiteren Fachwelt zugänglich zu machen. Mit der Publikation seiner Werke vermittelte Oswald Heer erstmals ein Bild davon, wie Mitteleuropa vor rund 15 Millionen Jahren ausgesehen haben mag. Zu den wichtigsten Fundstätten für diese wissenschaftlichen Arbeiten gehörte der Steinbruch von Öningen am Bodensee. Öningen war die wichtigste Quelle an Fossilien für Oswald Heer
Und die große Bedeutung dieser Fossiliensammlung liegt an der Höhenanzahl von Arten, die neu beschrieben worden sind. Es sind ca. 850 Insekten und 1850 Pflanzenarten, die Oswald Herr neu beschrieben hat. Diese werden immer wieder als Vergleichsmaterial in der Paläontologie verwendet und auch für die Rekonstruktion der Urwelt Mitteleuropas. Öningen vor rund 15 Millionen Jahren. Auch die Fische von damals sind in Stein verewigt. Diese Fossilien, ebenfalls aus Öningen, wurden von Louis Agassiz, einem weiteren Schweizer Forscher des 19. Jahrhunderts, beschrieben und editiert. Seine Bücher mit den kunstvollen Lithografien sind heute, wie jene von Heer, zu einer Rarität geworden. Die Bilder, die wir heute publizieren, sind sicher weniger artistisch, aber viel präziser als die alten Zeichnungen. Deswegen sind die Fotografien heute für Forschungszwecke viel besser geeignet. Damals waren aber diese Zeichnungen einmalig und die waren eine sehr große Hilfe für die Wissenschaftler. Die Lebewesen von damals beschäftigen bis heute. Doch die berühmten Bücher aus dem 19. Jahrhundert, in denen sie dank Steindruck an die Öffentlichkeit fanden, sind nur noch in wenigen Exemplaren vorhanden. Und wie lange die digitalen Fotografien überleben werden, steht in den Sternen. Sicher, auch für die Zukunft, bleibt einzig, wie seit Jahrmillionen, das Original aus Stein.